Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Belgique Pro von D. Ja, wir wollten ja mulchen. Geht nahtlos weiter. Wenn wir hier auch rauskommen. Die Rapsstänger. Alles mulche ich ja nicht, da bin ich ja ganz ehrlich. Wolltest du da noch lang fahren oder was ist in deinem Entsinn? Kollege. Alter, nein, du bleibst ja da mitten stone. Ich weiß auch nicht, dass wir das alle haben. Wir haben echt Druck hier. Das alles hinzukriegen? Der ist auch nicht ganz knusper in den Bieren mit seinem blauen Auto, oder? Wir haben echt Druck. Die Flächen sind hier ein bisschen groß. Wenn wir das alle noch bearbeiten wollen mit unseren kleinen Maschinenkist, das gehört, glaube ich, mir, ne? Muss ich Heu machen. Haben wir echt Druck. Ich hoffe, der kriegt das gleich hin hier mit dem Mulchauto. Boah, ich habe den schon wieder in mir gesehen, den Wagen. Meine schöne Pflegebereifung. Entspannt zurücklehnen. Hast du gesehen, wie der mich in den Sitz gedrückt hat? Hier, guck mal. Nein, nein, nein. Kann auch einen Blödsinn machen, ne? Kostet nichts mehr. Ist normal. Spaß muss ich in den Backen haben, sonst ist das Leben. Was machst du da? Nee, nee, Kollege. Ey, so haben wir nicht gewettet. Hä? Der hat sich festgefahren. Hat er richtig gesehen? Sicki, ey, ich krieg einen Föhn hier. Kann's nicht sein. Hast du den tiefen Locker noch unten? Oh, echt. Wenn den richtigen. Oh, der hat nur einen Gang drin. Hoffentlich kloppt das. Bin mir da noch nicht so sicher. Muss ja auch keiner zugucken, ne? Ist auch nicht so schön, aber muss. Könnte ins Essen brechen, ne? Also manchmal ist... Ich glaube, der ist draußen, oder? Noch einmal. Ja, ich glaube, jetzt ist er raus, ne? Tatsache. Ha, wir haben befreit. Ha, ha, ha. Hast du das gesehen, wie elegant ist, wenn die das gemacht hat? Die wird schnell warm, ne? Ha, 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 ha. Tschaka, ich hab's geschafft. Fahrt sehen, wie lange. Fährt der dann noch? Ja, ne? Mach mal wieder hoch vorne. Hast du das gesehen, wie elegant ich das abgelöst habe? Oh nee. Bömmelfitten hier, du. Lecker, bis später. Weitermachen, ne? Ach, Helga hat gefahren. Schreck, ne? Schwuppdiwupps hat man den draußen, ne? Und zwar jetzt eine Beule im Mulcher, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben das Ding befreit. Genialo, Meter 5000. Ah. Hey, das war gut, ne? Ich müsste mich ja manchmal selber loben, aber das ist doof. So, warte mal.
Lass mal eben überlegen. Wenn wir rein theoretisch den ausklappen. Und nehmen den als angewählt. Würde der dann in Curseplay berechnen? Lasst uns mal gucken. Meistens ist ja das Problem. Ne, der tut schon wieder nur hinten. Oh. Zurück. Abbrechen. Zurück. Also müssen wir jetzt in die Garage gucken. Hier, Mulchmoped. Wo ist das? Wo ist denn das Mulchmoped? Oh. Was hast du? 9 Meter. Oh, jetzt Chlor. So, wir brauchen erste Wegpunkt. Kurs. Das ist hier 24. Hat er schon mal gemacht. Ich habe gesagt, 9 Meter hat der. Dann machen wir so. Scharf. 0,4 Meter. CP-Kurs generieren. Dann wollen wir mal speichern. Feld 24 ist das, ne? Haben wir hier. Feld 24 haben wir nämlich. Kurs speichern, aktivieren. Dann ist das Mulchen, ne? So, Leute, Handbremse raus. Gib mal Schub. Guck mal, der mulcht hier. War nicht so uncool, ne? Bin gespannt, wie er es hier in der Ecke löst. Die Gisela fährt schon wieder, ne? Die gönnt sich auch keine Pause, ne? Die ist immer an Racker. Aber wenn die auch das Moped hier fahren kann, dann ist sie die Erste, die schreit hier. Und die boxt die ganzen anderen Mitarbeiter dann weg, so BAM, du hast jetzt keine Zeit, weißt du? Mach die immer. Komm mal runter da, Gisela. Du musst da nicht alles mit wegmulchen, ne? Du machst sauber. Könnt ihr nix, ne? Okay. Gisela könnt doch nix, die ist radikal, ne? Passt aber, ne? Passt das? Der hat doch niemals 9 Meter, der Mulcher, oder? Der will mir veräppeln, ne? Oder? Jetzt sag mal, der hat doch keine 9 Meter. Was steht denn da drauf? Okay. Hauptsache die Hände an Schaltknüppel, ne? Da steht die drauf. Entschuldigung. Darf man ja gar nicht mehr sagen. Wir sind ja jetzt monetarisiert. Guck mal, da ist ganz hinten noch. Was kannst du denn da noch dran anhängen? Ach, den hätte ich da hinten anhängen können. Ach, guck mal. Hätte man mir auch vorher sagen können, ne? Bevor ich den jetzt falsch rum war. Ne, ich fahr den. Doch, ich fahr den falsch rum, ne? Ist egal. Hätte andersrum gemusst. Shit happens. Hauptsache läuft. Da, Mulcher ist verkehrt rum vorne dran, ne? Hauptsache, ihr habt's auch gesehen. Verkehrt rum. Hat schon mal Horn bei Svenny, ne? Dass das verkehrt rum dran ist. So, wir haben eigentlich gar nicht so viel Zeit immer für so einen Blödsinn. Wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun. Aber ich liebe dieses Moped, ne? Ich mach den echt leiden. Ganz ehrlich. Das ist auch so ein Schlepper, da kann ich mich echt dran gewöhnen. Der hat schon bei mir echt Pluspunkte. So. Machen wir hier das.
Wir haben Silage, ne? Wir können Heu machen, ruhig. Zwei Wiesen oder so, weiß ich auch nicht. Aber ich hätte auch gerne noch ein paar Bälle gesetzt. Lasst uns mal eben gucken. Nicht, dass die Wiese uns gar nicht gehört. Wir sind hier doch dran vorbeigejuckelt, ne? Das gehört uns natürlich nicht. Ne, da sind wir doch dran vorbeigefahren, ne? Da hier. Das haben wir doch noch gar nicht gesehen. Das und das gehört uns. Hier ist noch gar nichts gewachsen. Da ist aber auch Gras drauf, ne? Ja. Wir haben rein theoretisch nur die beiden Wiesen jetzt. Okay. Ah, das ist der Schweinehof da unten, ne? Oh, guck mal hier, Wir müssen ja auch mal ab und zu noch so ein bisschen spazieren. Ja, am pöppeste Welt links ab ist die Bäcker. Oh, Traum. Also haben wir die und die zu mähen. Ich meine, die ist erntereif. Da weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gekickert. Ja, komm. Nicht immer so viel schnacken und gucken und tun. Auch mal maluchen hier. Schikolade warm. Will mal was schaffen, ey. Geht ja gar nicht. Warte mal, das war... Ach, kann ich jetzt nicht gucken. Kalender ist so weit weg. Ich muss mir meine Folgen nämlich immer aufschreiben, wenn ich die fertig habe. Damit ich auch nachgucken kann, ne? Weil sonst hängst du da und irgendwann kommst du nicht mehr hinterher oder weißt nicht mehr, wie, was, wo ist fertig. Sag mal, Uschi. Manchmal. Hast du gesehen? Auch nicht so ganz in der Welt, ne? Damit ich weiß, was ich fertig habe, ne? Dann brauche ich nicht immer extra einen Computer anmachen. Kann ich direkt glotzen auf dem Kalender. Oh, das muss noch moken. Das muss noch moken. Weiß Bescheid, ne? Und das machen wir bei einer Außenansicht. Da habe ich heute gar nicht so Lust drauf. Der hat keine Schwattablage an, ne? Ne, er hat Breitbandablage. Oh, jetzt aber Hackengas hier! Was ist das denn? Der fährt voll langsam. Na, jetzt kommt er in Schwung. Sieht man das? Nicht gut, ne? Was ist das denn hier für eine Ecke? Ja, auch nicht schön hier. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen tricksen, ne? Hier eben. Wenn du was siehst, bist du klar der King, ne? Wenn du nichts siehst, bist du nicht der King. So wie jetzt. Aber Innenansicht ist auch nicht so schön. Weil ich dann die Mähwege nicht sehe. Es hat alles ein Vor- und ein Nachteil. Der Blinker ist schon wieder angegangen. Weil die Mod muss ich mal rausschmeißen, ne? Die Schmerzen hier, oder was? 300 PS unter der Haube und hat die Schmerzen. Leider nein, Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Svenny ist heute nicht gut zufrieden, ey. Das kann ich euch nur sagen, ey. Manchmal nerven die Leute auf der Arbeit, ey. Das ist Mittwoch, wo ich aufnehme. Morgen ist ja Einkaufen und Doktor. Da komme ich nicht am PC, glaube ich. Oder vielleicht nachmittags hinterher noch, aber Svenny will mal zusehen, dass er heute soweit alles fertig kriegt. Aber es gibt so Tage, da gehst du auf die Arbeit, dann nerven dich die Leute. Hundertprozentig. Immer diese dummen Sprüche, ey. Dann hält man sich das schon immer raus und dann muss man sich... Oh nee, Leute, ey. Also manchmal gibt es so Tage. Ja, morgen kann ich jetzt mal wieder sägen gehen. Da habe ich meine Ruhe. Stöpsel in den Ohren, Gehörschutz und dann läuft der Lachs. Aber liebe Leute, die Folge ist zu Ende. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat,
würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.